Hier sehen wir jetzt die Milchleitung, die direkt drüben vom Stall herüberführt, den blauen Schlauch. Dieser blaue Schlauch führt direkt in das sogenannte Vorlaufgefäß und von hier aus gelangt die Milch direkt in die Anlage zur Pasteurisierung. Wir sind eine handwerkliche Milchverarbeitung. Wenn es aber um die Steuerung und Aufzeichnungsangelegenheiten geht, dann sind wir schon auf dem aktuellen Stand, auch mit der aktuellsten Computersteuerung. Hier sehen wir die Abfüllung der Milch, insbesondere des Milchschlauchbeutels. Das Besondere an diesem Milchschlauchbeutel ist, dass er zu 40% aus Kreide besteht. Und diese Kreide gibt dem Milchschlauchbeutel die nötige Stabilität. Und das ist das Besondere dabei, wenn Sie die gute Uckermärker Luft mal schnuppern möchten, dann gießen Sie ein Loch in den Griff hinein und einmal tief durchatmen. Zwischen Kuh und Kunde gibt es nur uns.